Hallo und schön, dass du da bist zur Jungfrau-Legung für den September 2024. So, wir starten gleich in die kommende Legung für den nächsten Monat. Die Legung trifft natürlich auf dich zu, wenn du im Sternzeichen Jungfrau bist, aber auch wenn du den Mond, Aszendenten, Mars oder Venus in der Jungfrau stehen hast. So, oh, da zeigt sich der Narr, ein Neuanfang für dich, ein neues Jahr vielleicht auch. Wahrscheinlich hast du im September oder Ende August Geburtstag, also für dich irgendwo ein Neustart, ein neuer Anfang, der sich hier zeigt, eine Leichtigkeit, die hier auch mitfließt. Neustart für Jungfrau, was ist hier gefallen? Ass der Kelche, Neustart bezüglich der Liebe, vielleicht auch. Vielleicht öffnest du dich jetzt wieder mehr, vielleicht kannst du dich jetzt wieder leichter öffnen, vielleicht hast du gewisse Themen aus der Vergangenheit verdaut oder beziehungsweise du bist geheilt, ja, dein Herz ist wieder geheilt aus verschiedensten Verletzungen aus der Vergangenheit und du kannst dich jetzt wieder neu öffnen für jemanden, für die Liebe. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Falls ihr fragt, warum ich hier ein Bickerl bzw. ein Pflaster habe, ich wollte es euch ersparen, meine Kochverbrennungen hier ansehen zu müssen, die ganze Legung. Genau. So, Ass der Kelche. Vier der Stäbe. Also hier gibt es Grund zu feiern. Das könnte natürlich hier dein Geburtstag sein. Es kann ja auch einfach sein, dass du dich hier mehr öffnest wieder für deine Mitmenschen, wieder hier mehr in Feierstimmung bist, wieder mehr Mitgefühl zeigst. Vielleicht hast du dich ein bisschen abgeschottet in der Vergangenheit. Du möchtest jetzt wieder mehr Freude in dein Leben bringen. Mehr Freude in dein Leben bringen. Genau. Und dich wieder hier für deine Mitmenschen öffnen. Das verändert hier alles. Ich vermute mal, solltest du hier keinen Partner haben und du veränderst dich in diese Richtung, dass du dich wieder öffnest, wieder mehr nach draußen gehst, vielleicht auch wieder mehr unternimmst, wird das sehr, sehr viele Veränderungen in dein Leben bringen. Vielleicht lernst du hier einen Menschen kennen, einen Partner, eine Partnerin. Du bist in einer sehr, sehr guten Ausgangslage. Okay, gut. Rat des Schicksals. Das sind drei Karten hier, aber die Herrscherin, die Welt, die Acht der Stäbe. Okay. Du fühlst dich mit dir selbst wohl, du fühlst dich aber auch mit deinem Umfeld wohl. Ich sehe einfach, es passt alles jetzt. Also es passt alles jetzt, es ist jetzt die richtige Zeit, um vorwärts zu machen, um voranzugehen, vielleicht auch eben in eine Partnerschaft zu gehen oder irgendein anderes Thema, was dich beschäftigt, jetzt anzugehen. Es passt jetzt alles. Also wenn du auf den richtigen Moment für etwas wartest, wird der hier im September definitiv stattfinden. Wir haben hier so diesen perfekten Moment für etwas. Okay. Ich sehe hier auch sehr viele Nachrichten, viel Kommunikation, vielleicht auch viele Treffen. Okay, danach haben wir die vier der Schwerter. Also bei einigen sehe ich doch, ihr habt die Qual der Wahl. Vielleicht habt ihr einige Anwärter, einiges an Auswahl, an Optionen hier. Und ich sehe, wie ihr euch hier zurückzieht und mal über alles nachsinnt, nachdenkt. Wer denn hier wirklich zu euch passt vielleicht, ja, ihr möchtet, es ist euch vor allem wichtig, dass ihr hier euer Herz beschützt, ja, dass ihr euch nicht selbst wieder verliert. Okay, also bevor ihr hier eine vorschnelle Entscheidung trefft für jemanden, es kann natürlich auch eine Person sein, aber trotzdem, bevor ihr hier vorschnell euch dafür entscheidet oder auch dagegen, sehe ich hier, wie ihr euch hier eher zurückzieht und auf euch selbst achtet oder auf eure Bedürfnisse schaut, dass ihr euch nicht in der anderen Person verliert, ja, dass ihr euch nicht in einer Verbindung selbst verliert. Da ist es ganz wichtig, dass ihr euch mal zurückzieht. Will ich das? Möchte ich das? Und dann wirklich auch eine klare Entscheidung zu treffen, ein Ja oder ein Nein. Und es ist ganz sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Überlegt. Nichts überstürzt hier.
Ja, natürlich. Wenn man sich natürlich auch so öffnet, dann muss man sich auch immer wieder mal Zeit für sich nehmen und wirklich darüber nachzudenken, ist das noch alles gut für mich, so wie ich das hier vorhabe. Achter Kelche, sehr schön. Die Achter Kelche steht dafür, dass man sich traut. Ja, du wirst dich trauen, du wirst dich hier, du wirst den Schritt wagen. Bei den Achter Kelchen, da wagt man etwas, da traut man sich, da geht man in etwas Unbekanntes, ja, in etwas Unbekanntes, man folgt dem Herzen, man weiß aber nicht, wie das werden wird, genau, man weiß nicht, was passieren wird, aber man betritt diesen Herzensweg, man verlässt sozusagen die alte Komfortzone und geht hier jetzt in etwas Unbekanntes, vielleicht auch in etwas, was ihr zuvor noch nie gemacht habt. Ein Mensch, so jemanden hattet ihr zuvor nicht. Ja, es kann sein, andere Religion, andere Kultur, anderes Land, komplett ein anderer Bereich, ja, vielleicht, ja, alles ist hier möglich. Jemand komplett anderes, ein anderer Typ Mensch, den ihr bis jetzt vielleicht noch nie so ins Auge gefasst habt und ihr wisst nicht jetzt, wie das wird, aber ihr traut euch. Cool, 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 cool. Sollte es hier natürlich um irgendetwas anderes gehen, wir haben hier das Rad des Schicksals in der Mitte, ihr werdet euch das gut überlegen und werdet dann ebenfalls einsteigen, etwas zu tun, ja, eine Unternehmung, ein Plan, den ihr umsetzen wollt, ein Business, das ihr umsetzen wollt. Ja, je nachdem, wofür ihr euch hier öffnet, je nachdem, was ihr gerade gerne in eurem Leben hättet, dafür werdet ihr euch öffnen und diesen Weg beginnen. Deshalb hier auch der Neustart hier am Anfang. So, 7 der Kelche. 7 der Kelche, der Narr. Ihr wisst, ihr habt viele Optionen. Ihr wisst, die Welt steht euch sozusagen offen, die Welt liegt euch zu Füßen. Ihr habt hier viele Optionen einer Sache und geht deshalb mit Leichtigkeit vor. Ihr wisst, dass das Passende in euer Leben kommen wird. Ihr müsst euch dann nur mehr dafür entscheiden. Also ich sehe hier so jemanden, der hier wirklich viele Möglichkeiten gerade hätte. Und es liegt jetzt an dir, welche Möglichkeit du verwirklichen möchtest. Ja? Welche von diesen 7 Möglichkeiten möchtest du hier in deinem Leben verwirklichen als nächstes? Okay, gut. Bitte auf das Ass der Kelche. Die 2 der Schwerter. Hier haben wir genau diese Entscheidung. Du weißt, ohne eine klare Entscheidung wird es nirgendwo hinlaufen. Ja? Dann wird es einfach so weiterlaufen. Aber mit einer Entscheidung hier, wo du dich für eine Sache ganz konkret entscheidest, mit dem Herzen dabei bist auch, dann wird sich hier wirklich etwas verändern in deinem Leben. Mhm. Oh, hier haben wir 2. 4 der Stäbe, die Schattenseite und die 5 der Kelche. Okay, hier haben wir Enttäuschungen, hier haben wir die Schattenseite, das heißt der Teufel in dem anderen Deck. Was heißt das hier in dieser Konstellation? Du machst dir schon ein bisschen Sorgen, wenn ich mich hier für das eine jetzt entscheide und dann werde ich wieder enttäuscht. Man sieht hier, dass du dir negative Gedanken aus der Vergangenheit holen dich hier wieder auf. Ja? Was ist, wenn das wieder so passiert? Was ist, wenn das wieder nichts wird? Was, wenn mich diese Person wieder enttäuscht? Was, wenn ich es wieder nicht schaffe? Ja? So, hier kommen negative Gedanken hier wieder hoch. Aus der Vergangenheit, aus vergangenen Themen, die passiert sind, ja, was ist denn die Option? Die Option wäre, es nicht zu tun, um die Möglichkeit, dass es positiv wird, würdest du von Haus aus ausschlagen. Also du würdest die Möglichkeit, dass es sehr, sehr gut werden könnte, schon von Haus aus ausschlagen. Ja, da muss man, da erfordert es halt ein bisschen Mut, das ist ganz normal, dass hier nochmal Ängste hochkommen. Das ist ganz normal, okay. Das liegt natürlich an dir. Wir haben hier das Rad des Schicksals und wir haben hier den perfekten Moment. Also, der Stern. Der Stern steht für deine Zukunft. Der Stern steht für eine gute Zukunft auch, für Visionen, die du hast, dass es gut wird.
Ja, dass es fließt, dass es wieder fließt, dass es in den Flow kommt. Mit dem Rad des Schicksals entscheidest du dich, glaube ich, auch für diese Zukunft. Und wo willst du denn hingehen? Du kannst ja dann gar nicht in eine andere Richtung gehen. Wenn du dich für eine Zukunft entscheidest und hier in diese Richtung gehst, dann kann es ja auch nur so werden. Das sind ja dann keine Enttäuschungen. Wenn du immer den Fokus hältst auf diese Zukunft, machst du dich ja hier bereits auf den Weg in eine Zukunft, die jetzt im Moment noch nicht da ist. Nochmal die Welt. Wow. Also das ist ja wirklich der perfekte Zeitpunkt. Solltest du hier auf den perfekten Zeitpunkt warten, er wird hier kommen im September. Du wirst es spüren ab Mitte September. Ja. Weißt du zu 100%, ja, es ist jetzt an der Zeit. Vielleicht spürst du es schon länger, aber jetzt kommt wirklich der Moment, der Zeitpunkt, wo sich etwas verändert. Und zwar in dir zuallererst und dann in ein paar Jahren oder in der Zukunft wird man dann die Resultate sehen. Ja? Was du jetzt hier in diesem September verändern wirst, wird man dann die Resultate in der Zukunft erkennen. Wir haben jetzt die 6 der Kelche, die Königin der Münzen. Okay, hier ziehst du dich nochmal zurück und denkst, glaube ich, an eure Verbindung. Wie war das? Wie war das vielleicht auch in der Vergangenheit? Wie war das in deiner Kindheit? Was hat vielleicht dazu geführt, dass eine gewisse Verbindungen in der Vergangenheit gescheitert ist. Ja, wie war das denn am Anfang? Ihr zieht euch zurück und lasst das Ganze so ein bisschen Revue passieren, ja? Königin der Münzen, du wirst dir hier dann sehr, sehr sicher sein. Ich sehe, du wirst es sehr gefestigt dann auf diesen Weg begeben. Die Königin der Münzen steht auch für innere Werte. Natürlich auch für Äußeres, Materielles, aber auch für innere Werte, Wertvorstellungen. Und ich glaube, du weißt genau, was du willst, was deine Werte sind. Und du möchtest nicht, dass diese Werte hier respektlos behandelt werden, vielleicht ja, deine Grenzen übergangen werden. Und du kennst deine Grenzen, du kennst deine Werte und die sind dir wichtig. Und wenn das eingehalten wird, dann kann im Grunde gar nicht viel passieren, weil du auch darauf achtest, dass man die nicht übersteigt. Vielleicht hast du das in der Vergangenheit zugelassen, dass jemand deine Grenzen übertritt. Das wirst du jetzt hier nicht mehr tun, Königin der Münzen. Ich sehe dich auch sehr in deiner Kraft, in deiner Energie, Erdzeichen, sehr, sehr bodenständig auch. Und du weißt, du kannst das Ganze schon lenken. Ja, gerade bei einer Verbindung mit zwei Menschen hast du natürlich 50% Anteil an der Verbindung. Und diese 50% kannst du Einfluss drauf nehmen. Okay, 8 der Kelche. So, Königin der Schwerter und das Karma. Du veränderst ganz bewusst hier dein Karma, ganz bewusst hier deine Zukunft. Ein neuer Zyklus wird eingeleitet, ein unbekannter Zyklus. Die meisten Menschen, ich kann es euch hier sagen, die meisten Menschen verbringen ihr Leben immer in Wiederholungen. Ja, es wiederholt sich immer das Gleiche. Warum? Weil sie die Komfortzone nicht verlassen und dann, bevor sie in etwas Unbekanntes gehen, was du ja hier tust, wiederholen sie lieber das Alte. Und mit der Hoffnung, dass das Ende anders ist. Aber das Ende kann nicht anders sein, wenn ich mich immer wiederhole, mich immer im Kreis drehe, immer wieder das Gleiche tue, weil ich meine Komfortzone nicht verlassen möchte. Ich sehe hier, wie du bereit bist, diese Komfortzone, diesen alten Zyklus hier zu verlassen und dich auf etwas Neues einzulassen. Wow, ganz, ganz wundervoll hier. Ganz toller Neustart. Wir schauen jetzt gleich tiefer rein mit den Rider-Waite-Karten und ich ziehe auch noch ein Herz bzw. eine Glückskarte für dich. Schau gerne vorbei in der weiterführenden Legung. Da schauen wir jetzt noch genauer rein, was wir hier über diese andere Person auch erfahren dürfen, welche Informationen hier noch freigegeben werden können. Und
Dann sehen wir uns bis gleich. Ansonsten sehen wir uns. Ansonsten schaut ihr auch gerne dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an, denn es könnte hier eine sehr wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Einen ganz wundervollen September für dich. Bis bald. Tschüss.